Der Aletschgletscher, der größte Gletscher Europas, entwässert über die Massa. Bevor diese in die Rhone mündet, durchläuft sie eine beeindruckende Schlucht von 6,5 Kilometern. Die Schlucht kann von Platten nach Riedmörel auf einem teilweise luftigen Weg in etwa 3 Stunden durchwandert werden. Das malerische Platten wird vom Brig aus mit dem Postauto erreicht. Eine kurze Stärkung im Blattner Hof, dann erfolgt der Aufbruch zur Massa und zur Gibidonbrücke. Im Hintergrund der Gibidon-Staudamm mit einer Höhe von 120 Metern. Dieser wurde 1967 fertiggestellt. Der Weg biegt jetzt Richtung Schlucht ab. Die Sicht, die Schlucht hinunter, ist eindrücklich. Leider ist von der Massa kaum etwas zu sehen, da das Wasser im Gibidon-Staubecken zurückgehalten wird. Im steilen Bereich wurde der Wanderweg stellenweise in den Fels gesprengt und mit Ketten gut gesichert. Der Wanderweg folgt heute noch einer historischen Suone, einem Bewässerungssystem, das Riedmörel mit Wasser der Massa versorgte. Heute ist in der Schlucht dieses Leitungssystem wegen des Kraftwerks trockengelegt und nur noch äußerst rudimentär zu sehen. Hier wurde ein Teilstück der ursprünglichen hölzernen Suone rekonstruiert. Eine bescheidene wasserführende Stelle lädt zum Durstlöschen ein. Und schon folgt das letzte Teilstück in der Schlucht. Bevor es weitergeht, nach Riedmörel eine beeindruckende Sicht ins Rhonetal und nach Brig. Offenbar sind wir jetzt außerhalb des Einzugsgebietes des Gibidon-Kraftwerks. Der Weg führt entlang einer wasserführenden Suone und gibt dem Wanderer einen guten Eindruck von der Funktionsweise des alten Walliser Bewässerungssystems. Am Rand des Dorfes werden wir von einem Automaten mit tiefgekühlten Getränken empfangen. Unser Blick geht aber ins Dorf, wo auf uns in einem gediegenen Restaurant eine Walliser Platte wartet.